Hallihallo, willkommen zum 31. Teil meines Minecraft-Video-Rückblicks. Nun, letzte Woche musste es ausfallen, weil ich gerade aus dem Urlaub wiedergekommen bin und außerdem hat sich auf dem Server nicht allzu viel getan. Dies hat sich auch diese Woche fast nicht geändert. Derzeit ist es einfach so, dass immer noch gewisse Leute im Urlaub sind, beziehungsweise dass derzeit die Lust und Laune an Minecraft ja sehr, sehr getrübt ist. Und dementsprechend werden wir vielleicht den Server einfach laufen lassen und zusehen, dass das Ding einfach weiter vor sich hin duckert. Und wenn dann wieder die Lust richtig da ist, geht es dann wieder richtig weiter. Trotzdem hat sich ein bisschen was Kleines getan und das möchte ich natürlich auch zeigen. Und dementsprechend geht es jetzt erstmal hier kurz in der Halle los. Und zwar musste ich feststellen, dass die kompletten Farmen ausgefallen sind. Das lag daran, dass Fertilizer und auch Bockwurst nicht mehr produziert werden konnten auf dem Server. Aus dem relativ simplen Grund, weil zum einen Asche alle war und zum anderen das Bienenwachs. Da habe ich mich natürlich gefragt, wie kann das sein? Und ja, die einfache Antwort war im Endeffekt, dass ich bei der Bienenfabrik, als ich sie umgestellt habe, unten, musste ich das komplette Logipipe-System umbauen. Und dort habe ich einen relativ leichten Fehler gemacht, und zwar habe ich gewisse Sachen an die Endruhe quasi, wo die ganzen Sachen dann in das neue System reingespeist werden. Ja, die habe ich einige Sachen nicht mit implementiert und dementsprechend sind die Zentrifugen vollgelaufen und die ganzen Kisten sind vollgelaufen und danach war hier Schicht im Schacht, hier ging gar nichts mehr. Ja, und die Nachwirkungen sieht man immer noch, also hier sind immer noch massig solche Wheaton-Comps drin und hier laufen noch irgendwelche Lapis-Lazuli-Comps durch. Und ja, das System kommt daher, das ganze Zeug abzuarbeiten, aber gut, das sollte ja irgendwann machbar sein für das System und dementsprechend sollte es irgendwann wieder alles ordentlich laufen. Ja, trotz dass hier interessanterweise fast bestimmt jetzt eine Woche oder sowas die ganzen Systeme offline waren, muss ich sagen, hatten wir dermaßen großen Überlauf in allen möglichen Sachen, dass keinerlei Auswirkungen auf zu spüren waren. Dementsprechend war ich jetzt halt bloß ein bisschen verwirrt, weil die Bäume oben noch standen und der Förderlaser plötzlich alle war. Aber gut, wie gesagt, das war so das eine Problem des Tages. Ein weiteres ist, also kein Problem in dem Sinne, der Außenposten wird immer noch weitergebaut. Immer zwar in langsamen Schritten, aber mittlerweile doch relativ heftig. Zum einen ist jetzt dieser lustige Turm hinzugekommen. Ein schöner kleiner Glowstone-Turm. Und wir haben hier ein neues Dach für diese weitere Halle. Was er jetzt mit seinem Wohnhaus genau vorhat, weiß ich immer noch nicht genau, aber da lasse ich mich natürlich ja, mal ein bisschen überraschen, was da hier im Endeffekt noch rauskommt. Und ja, mal gucken, was dann am Ende hier entstehen wird. Bin vor allem gespannt, ob er dann die Insel dann komplett noch umbauen wird oder ob die Gebäude dann so in dem Sinne hier stehen bleiben. Gut. Ja, der nächste Punkt ist ein von mir geplantes Großprojekt, das ich irgendwann sicher weiterbauen werde oder umbauen werde, oder beziehungsweise aufbauen werde erstmal. Und zwar habe ich hier ein neues Büchlein hingesetzt, das nennt sich Ölkraftwerk. Das war schon länger in Planung, und zwar wollten wir hier in dem, komm, Karte, in der Savanne, beziehungsweise bei dem Cracked Sand Gebiet, wollten wir eigentlich eine größere Raffinerie hinbauen. Und ich dachte mir, hey, da brauche ich hier einfach die Raffinerie aus Battlefield 2. Ja. Bei dieser Idee ist es auch geblieben, allerdings könnte das länger dauern als gedacht. Das, was ihr jetzt gerade so ein bisschen seht, sind in Anführungsstrichen nur die Zäune. Ich habe jetzt angefangen, das Gebiet abzustecken. Und ja, das Gebiet ist nicht unbedingt klein. Also es geht jetzt quasi hier lang, dann geht es hier hinten rum. Hier hinten geht es dann, wenn das Gebiet irgendwann mal geladen ist. Hier noch ein Stück weiter und das Ganze geht dann hier hinten, hinter unserer Villagerzucht, dann vor dem Vulkan, dann zurück. Der Zaun ist noch nicht vollständig, allerdings fehlen nur noch im Endeffekt ein paar einfache Stückchen. Also hier kommt jetzt quasi noch ein großes Tor rein, das wird ungefähr drei von diesen Segmenten umfassen. Und danach geht es dann mit den ganzen Segmenten einfach geradeaus und dort hinten wird dann das Viereck wieder geschlossen. So. Das sieht jetzt auf den ersten Blick verdammt groß aus und irgendwie fühlt sich's auch verdammt riesig an, aber ich denke mal, wenn ich das ganze Gebiet dann wirklich so vollgebaut habe, wie es in Battlefield 2 Original ist, dann dürfte das doch schon relativ füllig werden. Zum einen kommt hier eine Art kleines Umspannwerk hin, ohne dem Schwein.
Dann ist in dem Bereich der Helikopterlandeplatz, soweit ich mich erinnern kann. Dann kamen noch ein paar kleinere ja, Gebäude in Anführungsstrichen. Hier ist dann der erste große Turm. Diese Türme sind wahrscheinlich dann selbst in Minecraft circa 12 bis 14 Blöcke breit und werden dementsprechend auch 128 Blöcke hoch werden oder sowas. Also es werden gigantische Türme werden. Und davon gibt es, soweit ich weiß, vier Stück. Einen, wie gesagt, hier, dann einen weiteren in der Ecke, dann einen weiteren dort hinten und ich glaube noch einen, der hier irgendwo in dieser Ecke stehen müsste. Ja, weiteres ist dann noch geplant, das gute alte riesengroße Raffineriegebäude. Dieses entsteht dann ungefähr an der Stelle, wo ich jetzt gerade stehe. Und ansonsten stehen dann hier hinten noch irgendwelche Container und keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Das Gebiet ist wie gesagt ziemlich gigantisch und ich denke, ich werde hier mit dem Projekt sicher einige Wochen brauchen. Und es ist vor allem relativ angenehm, weil ich halt bloß bauen muss und mich da jetzt nie wieder um tierische Technik kümmern muss. Außerdem läuft der Server in letzter Zeit wirklich relativ stabil, auch vom ganzen Technikbereich. Da ist jetzt relativ wenig zu warten, bis auf die Sache, die ich jetzt gerade vor uns erklärt hatte. Und ja, dementsprechend mal gucken, wann ich hier weitermache. Derzeit ist, wie gesagt, halt nicht unbedingt viel los. So, werde ich jetzt gleich mal nachfragen, ob hier Marco noch was zu zeigen hat. So, falls nicht, dann bin ich für diese Woche auch schon fertig. Jo, alles klar, also Hebewerk gibt es noch zu sehen. Rupp, das müsste Spielwiese sein. Die Raffinerie ist jetzt mittlerweile auch soweit in Planung. Ich bin mir schon relativ sicher, wie ich das Ganze umbauen will. Und wie ich das Ganze in die kleine Halle kriegen will. Das Einzige, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist der Punkt, wo ich die Combustion Engines und so weiter hinstellen werde. So, na dann. Bin ich gespannt, was er jetzt hier mittlerweile gebaut hat. Weil einige Sachen, zum Beispiel das hier hinten, kenne ich jetzt natürlich auch noch nicht. Wollen wir mal gucken. Achso, Staudamm hat er geschrieben. Stimmt, ja, da war auch noch was. Also, okay. Nicht schlecht. Also sprich, wenn man jetzt den Staudamm richtig schön groß machen könnte, hat man dann hier auf jeden Fall einen echt interessanten, schönen breiten Staudamm, wo man die Wasserfälle ein- und ausfahren machen kann. Das ist natürlich echt interessant. Nice. Nice, nice, nice. Das Ganze noch ein bisschen größer und dann haben wir hier einen richtig geilen Staudamm. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn wir das Ding bauen. Gut. Ja, dann bin ich, wie gesagt, für den heutigen Minecraft-Videorückblick fertig. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich jetzt, nachdem, wie aktiv die Leute jetzt unterwegs sind, ob ich jetzt wöchentlich weiter Minecraft-Videorückblicke machen derzeit oder ob sich das rein vom zeitlichen Aufwand gar nicht lohnt. So dass ich dann eventuell auf zweiwöchig umspringe, beziehungsweise einfach nach Bedarf aufnehme. Dann, wenn halt wieder was zu zeigen ist. Denn wegen 2, 3 Minuten Aufnahme, das lohnt sich einfach nicht. Ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, die aktuelle Folge ist soweit abgeschlossen. Und ich denke, Mods im Detail kommt auch irgendwann mal sicher raus. Ja, und dann bis zum nächsten Mal.